Mit großer Freude darf ich Ihnen Professor Deikeler vorstellen. Thomas ist zuständig für häufig ganz schwierige Konstellationen, aber heute spricht er über die Polymyalgie und die Riesenzellarthritis. Thomas. So, vielen Dank, guten Morgen, willkommen zur Polymyalgie und auch bei der Polymyalgia Rheumatica gilt, wie Frau Martin das vorher gesagt hat, das Alter ist das Risikofaktor, ist der Risikofaktor Nummer eins. Und Punkt zwei, was ich sehr wichtig finde, ist, dass die Polymyalgie zwar eine der häufigsten rheumatologischen Erkrankungen darstellt, aber wir relativ wenig gut evidenzbasierte Daten zur Polymyalgia Rheumatica haben und deswegen die im Folgenden geäußerten, der Vortrag im Folgenden eigentlich nicht im Sinne einer State-of-the-Art-Lecture interpretiert werden darf, sondern einen eher narrativen Charakter hat und ich dann trotzdem auf neue Entwicklungen in der Diagnostik und der Therapie eingehen werde. Aber das Ganze ist mit einem gewissen Caveat belastet, dass wir einfach relativ wenig gut untersuchte Daten zu diesen Patienten haben. Wir starten mit der Frage. Das ist eine 68-jährige Patientin, die eine lange bekannte Polymyalgie hat. Die kommt jetzt plötzlich und sagt, ich habe zunehmend Schmerzen im Arm, im linken Arm, wenn ich ihn benutze, wenn ich über Kopf arbeite, vor allem bei stärkerer Belastung. Und die Ursache dieser Beschwerden ist entweder ein Rezidiv der Polymyalgie oder es ist eine degenerative Veränderung der Rotatorenmanschette oder sie hat ein Gefäßproblem, entweder auf dem Boden einer Großgefäßvaskulitis oder aber sie hat einfach eine Arteriosklerose im Bereich der Subclavia, die dazu führt, dass sie ischämische Beschwerden hat im Bereich des Armes. Okay, wir nähern uns langsam aber sicher der 100er-Grenze. Wie bei vielen Fragen in der Medizin ist nicht nur eine Antwort richtig, sondern es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten. Ich werde versuchen, im Verlauf des Vortrags Ihnen die verschiedenen möglichen differentialdiagnostischen Überlegungen nahezubringen. Genau. Es trifft ungefähr auch Ihre Antwort, die zeigt, dass doch verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Differentialdiagnosen durchaus wahrscheinlich sein könnten. Wir beginnen mit der Polymyalgie, mit der Symptomatik der Polymyalgia rheumatica. Das ist eigentlich eine gefundene Diagnose für den klinisch tätigen Arzt oder Ärztin. Es ist so charakteristisch, der Beschwerdenkomplex, dass man eigentlich ohne großen apparativen Aufwand die Diagnose stellen kann. Das ist schon in der Erstbeschreibung einer Kohorte vom Patienten mit Polymyalgie beschrieben, der plötzliche Beginn, hexenschussartig haben die damals beschrieben, Schmerzen im Bereich des Schultergürtels, Beckengürtels, aber auch Nackensteifigkeit und ganz wichtig, was damals schon festgestellt wurde, die Polymyalgia rheumatica, der fehlt ein auslösendes Event. Wie sieht die mittlere Symptomatik aus? Wie sieht der typische Polymyalgie oder die typische Polymyalgie-Patientin aus? Das sind Werte aus einer Kohorte von etwa 250 Patienten. Es sind überwiegend Frauen. Es ist eine Erkrankung, die ihren Gipfel hat im 8. Lebensjahrzehnt. Quasi obligat sind Schulterschmerzen, Schmerzen im Bereich des Schultergürtels. Ein Großteil der Patienten hat auch Beckenschmerzen und wichtig ist, dass Rückenschmerzen gar nicht so selten sind. Die können tiefsitzende Kreuzschmerzen sein, es können Nackenschmerzen sein und die Schmerzen können auch bis in den Oberschenkel, bis in die Knieregion und den Unterschenkel reichen. Die Morgensteifigkeit und der Charakter der Schmerzen, die nächtliche Schmerzen, die Schlafstörung durch die Schmerzen und die Morgensteifigkeit sind sehr charakteristisch und sie sollte mindestens eine halbe Stunde betragen und nimmt mit der Intensität der Entzündung zu und viele Patienten haben bis in den Nachmittag hinein Steifigkeit. Es gibt systemische Entzündungszeichen, selten Fieber, etwas Gewichtsverlust, Unwohlsein. Wie können wir die Diagnose weiter sichern? Wir machen ein Labor. Im Labor sehen wir eine unspezifische Entzündungsreaktion, eine Senkungsbeschleunigung, eine mäßiggradige meistens. Man sieht Blutbildveränderungen, die man im Rahmen einer Entzündung interpretieren kann. Und es gibt leider keinen spezifischen Marker für diese Erkrankung. Die Inzidenz ist etwa 1
eine Neuerkrankung pro Jahr pro 1000 Einwohner. Das heißt, wir müssen im Raum Basel mit 200 Neuerkrankungen im Jahr rechnen. Es gibt, wie bei vielen Autoimmunerkrankungen, ein Nord-Süd-Gefälle. Je weiter wir nach Norden kommen, desto höher wird die Inzidenz. Das entspricht der Riesenzellarthritis und auch der multiplen Sklerose. Die Erkrankung ist eine Erkrankung der Primärversorgerin. Wir haben im letzten Jahr eine internationale Umfrage gemacht und die Primärversorgerinnen gefragt, wie betreuen sie diese Patienten? Und die Kollegen aus der Schweiz, die sind sicher zum Teil auch gefragt worden, sagen, dass die überwiegende Zahl der Patienten selbst behandelt wird. Also 75% oder 3/4 der Patienten wird in der Hausarztpraxis behandelt und 20% der Patienten werden im Verlauf dann zum Rheumatologen oder Spezialisten überwiesen. Das bedeutet einerseits, das erklärt einerseits, dass wir wenig klinische Daten, kontrollierte Daten zu dieser Erkrankung haben und es erklärt möglicherweise auch, dass die Erkrankung zum Teil relativ gutartig ist und die Verläufe dann mit einer relativ milden Therapie behandelt werden können. Es enthält natürlich auch den Bias oder das Caveat, dass die Daten, die wir in der Rheumatologie generieren, möglicherweise Daten sind, die von Patienten kommen, die selektiert sind. Es gibt ja einen Grund, warum die Patienten zugewiesen werden. Ich möchte noch mal für die Diagnose zurückkommen auf den etiologischen Faktor. Die Voraussetzung für die Diagnose einer Polymyalgia rheumatica ist das Fehlen eines etiologischen Faktors. Das war schon relativ früh klar, dass die Polymyalgie nicht nur ein eigenständiges Krankheitsbild ist, sondern ein Symptom sein kann von anderen Erkrankungen. Die Polymyalgie zeigt, sie ist in der Rheumatologie relativ häufig. Die kann sich bei unterschiedlichen entzündlichen und nicht entzündlichen Erkrankungen als Begleitsymptom zeigen. Und es ist wichtig, wenn wir eine Polymyalgia rheumatica diagnostizieren, dass wir offen sind für diese differenzialdiagnostischen Überlegungen, die Patienten auch im Hinblick auf andere Symptome oder Beschwerden befragen und untersuchen, um diese Diagnosen nicht zu verpassen. Klar, nicht entzündliche muskuloskeletale Beschwerden sind sehr häufig und können differenzialdiagnostisch unter dem Bild einer Polymyalgie verlaufen. Da gehören die degenerativen Schulterveränderungen dazu, es können Wurzelsyndrome letztendlich zu Schmerzen im Schultergürtelbereich führen, Medikamentennebenwirkungen wie die Statine können mit Myalgien einhergehen. Aber häufiger als die nicht-entzündlichen sind die entzündlichen Differentialdiagnosen. Dort gehören die Arthritiden dazu, die dann auch häufig mit Ruhe- und Nachtschmerz und Morgensteifigkeit einhergehen. Und auch diese Erkrankungen haben einen Altersgipfel. Das sind insbesondere die Kristallarthritiden zu benennen, die Professor Kiebutz nachher noch näher mit Ihnen diskutieren wird. Diese Kristallarthritiden können sich typischerweise auch an der Wirbelsäule, an den Schultergelenken zeigen. Die Pseudogicht ist eine sehr häufige Erkrankung und kann eben sich primär mit einem polymyalgischen Bild zeigen. Wenn Sie also Gelenkschwellungen bei solchen Patienten sehen, muss unbedingt eine weitere Abklärung mittels Synovialanalyse, Bildgebung oder Ultraschall erfolgen. Auf der anderen Seite, die Rheumatoide Arthritis im Alter ist eine Erkrankung, die sehr häufig mit polymyalgischen Beschwerden beginnt. Es kann sein, dass die Polymyalgie ganz im Vordergrund steht und erst dann im Verlauf die Gelenkbeschwerden auftreten. Deswegen sollte man die Patienten auch bezüglich peripherer Gelenkbeschwerden befragen und die Anamnese hier ergänzen. Bei den jüngeren, älteren Polymyalgie-Patienten, also Patienten im 5., 6. Lebensjahrzehnt, gibt es hin und wieder, dass sich eine Spondylarthritis, also eine entzündliche Erkrankung des Achsenskeletts primär manifestiert und die kann eben auch unter dem Bild einer Riesenzellarthritis verlaufen. Auch hier gilt es differenzialdiagnostisch dran zu denken. Maligne Erkrankungen sind differenzialdiagnostisch selten, aber wichtig. Die Polymyalgie ist keine Paraneoplasie, es gibt keine guten Daten dazu, dass man bei Patienten mit Polymyalgie tatsächlich ein Tumorscreen machen muss. Aber Tumormetastasen können natürlich Muskelgelenkschmerzen machen. Differentialdiagnostisch ist das multiple Myelom zu benennen, eine Erkrankung, die eben auch eine BSG-Beschleunigung machen kann durch das monoklonale Protein und durch die Infiltration der Knochen. Im Rahmen der Grunderkrankung bestehen halt häufig auch muskuloskeletale Beschwerden. Das heißt, ein disproportional erhöhte BSG bei normalem oder nur gering erhöhtem CRP sollte uns triggern, eine Immunfixation zu machen und die Patienten weiter abzuklären.
Tumortherapien wie die Checkpoint-Inhibitoren sind assoziiert mit dem Auftreten von polymyalgischen Beschwerden, weil die Pathways, die eh bei Patienten mit Polymyalgie per se, das alternde Immunsystem bei Patienten mit Polymyalgie und Riesensalatarthritis geht einher mit einer Schwächung der Checkpoint-Inhibition. Und wenn die Patienten mit Checkpoint-Inhibitoren behandelt werden, dann kann das dazu führen, dass die Patienten tatsächlich eine klinisch manifeste Polymyalgie entwickeln. Also therapeutische Eingriffe, Tumortherapien, neue Tumortherapien sind assoziiert mit Auftreten von polymyalgischen Krankheitsbildern. Infektionen, klar, wir dürfen nicht die bakteriellen Infekte wie septische Prozesse oder der Morbus Whipple, der zum Teil sich unter dem Bild einer oder sich manchmal unter dem Bild einer Polymyalgie zeigen kann, vergessen. Virale Infekte können unter dem Bild einer Myalgie auftreten. Und was man in den letzten 2-3 Jahren gelernt hat, ist, dass Patienten nach Vaccination, nach der neuen unter der mRNA-Vakzination polymyalgische Krankheitsbilder zum Teil hochentzündlich entwickeln können. Also eine mRNA-Impfung mit SARS-CoV-2 kann zu polymyalgischen Beschwerden führen und man weiß auch, dass Influenza-Vakzinationen gefolgt sein können von einer Entwicklung einer Polymyalgie. Wenn wir diese differenzialdiagnostischen Überlegungen gemacht haben, kommen wir zur Diagnose einer Polymyalgia rheumatica. Die Polymyalgia rheumatica steht aber auch nicht isoliert im Raum. Das wurde schon früher von den Initialbeschreibern dieses Krankheitsbildes so erkannt und sie haben diese Erkrankung vorgeschlagen, dass man die Erkrankung auch als Polymyalgia arteritica benennen kann, weil die Polymyalgia rheumatica eigentlich eine Manifestationsform der Riesenzellarthritis darstellt. Es gibt verschiedene klinische Erscheinungsformen der Großgefäßvaskulitis. Das kann die typische kranielle Vaskulitis sein, das kann die systemische Inflammation sein, die man letztlich nur über eine Bildgebung der Vaskulitis zuordnen kann, oder die Polymyalgie. Und es gibt einen Overlap, der letztendlich nicht ganz geklärt ist. Aber was wir wissen aus neueren Daten ist, dass Patienten, die isoliert polymyalgische Beschwerden haben, wenn man die bei Diagnosestellung screent auf das Vorhandensein einer Vaskulitis, sei es mit Biopsie, sei es mit Bildgebung, findet man in etwa 20-30% dieser Patienten Hinweise für eine Gefäßentzündung im Sinne einer Großgefäßvaskulitis. Also auch wenn die Patienten asymptomatisch sind, muss man davon ausgehen, dass ein Teil der Patienten zumindest in der Bildgebung eine Vaskulitis hat. Die Frage ist, hat es eine Relevanz? Sind die Patienten ausreichend behandelt mit der tiefdosierten Steroidtherapie oder sind die untertherapiert? Wir wissen es nicht, aber es gibt Hinweise dafür, dass die Diagnostik initial möglicherweise Sinn macht. Wir sehen immer wieder Patienten, die mit Polymyalgie in der Vorgeschichte zur klinischen Diagnostik kommen und dann fortgeschrittene Veränderungen der Gefäße auf dem Boden einer Vaskulitis zeigen. Wenn man Patienten vergleicht bei Neudiagnose einer Riesenzellarthritis und in zwei Gruppen unterteilt, Patienten, die in der Vorgeschichte schon mal eine Polymyalgie hatten und Patienten, die keine Polymyalgie in der Vorgeschichte hatten, dann sieht man, dass die Patienten mit einer Vorgeschichte einer Polymyalgie häufiger fortgeschrittene Gefäßveränderungen schon bei Diagnosestellung der Riesenzellarthritis haben, bis hin zu Stenosierungen der extrakraniellen Gefäße. Also möglicherweise hat es eine Konsequenz, die nicht klinisch manifeste Großgefäßvaskulitis bei Diagnosestellung der Polymyalgie zu suchen. Und das Verhältnis dieser beiden Erkrankungen ist, wenn man das zusammenfassen möchte, so, dass bei Diagnosestellung der Riesenzellarthritis berichten etwa 40% der Patienten über polymyalgische Beschwerden, die gleichzeitig auftreten. Dann weiß man aus retrospektiven Kohorten, dass Patienten mit Riesenzellarthritis, dass von denen etwa 10-20% schon Jahre zuvor eine Polymyalgie hatten. Und wir wissen jetzt aus diesen neueren Untersuchungen, dass ein Teil der Patienten mit Polymyalgie bei Diagnosestellung der Polymyalgie eine klinisch nicht evidente Riesenzellarthritis hat, die wir letztlich nur über die Bildgebung oder die Temporalarterienbiopsie nachweisen können. Daraus folgt, dass wir die Patienten sicherlich bezüglich vaskulitischer Symptome in der Anamnese und der Klinik gut untersuchen müssen.
gehört ein Pulsstatus dazu, es gehört eine Auskultation der Gefäße dazu, Blutdruckmessung an beiden Seiten kann Hinweise dafür geben, ob Stenosierungen der Gefäße vorliegen. Und man kann dann im nächsten Schritt sicherlich auch Bildgebungen einsetzen, um die Diagnose einer Vaskulitis bei diesen Patienten weiter zu verfestigen oder auszuschließen. Polymyalgie ist nicht Polymyalgia rheumatica. Nochmal zusammenfassend ist wichtig, dass wir in der Anamnese diese vorher genannten Differentialdiagnosen versuchen auszuschließen. Eine Reiseanamnese, eine Medikamentenanamnese ist wichtig, nach Impfung fragen, Hinweise für ein Malignom suchen. Liegt eine Arthritis vor, braucht es eine weitere Abklärung und es braucht eventuell je nach klinischem Befund eine weitere diagnostische Aufarbeitung. Wenn die Differentialdiagnose dennoch unsicher bleibt, kann man die Bildgebung einsetzen. Es gibt mittlerweile relativ gute Daten zur Bildgebung bei der Polymyalgia rheumatica. Diese typischen Beschwerden der Patienten sind bedingt durch Bursitiden oder Tendinitiden und diese kann man in der Bildgebung darstellen. Der Ultraschall ist sehr gut geeignet, er zeigt die Bursitis im Bereich des Schultergelenks, die Tendinitis kann auch Entzündungen im Bereich des Hüftgelenks nachweisen. Man kann die Bildgebung erweitern, man kann ein PET-CT machen, dort sieht man noch die Bursitiden, die interspinös in der Wirbelsäule sitzen und die Entzündung machen oder auch Entzündungen im Bereich des Sitzbeines als Ausdruck dieser schmerzhaften oder die letztlich zu diesen schmerzhaften Beschwerden bei diesen Patienten führen. Das PET-CT hat noch die Möglichkeit, differenzialdiagnostische Findings zu zeigen, die möglicherweise auf eine andere Diagnose hinweisen. Das sind die provisorischen Klassifikationskriterien, die wir in der Rheumatologie verwenden. Die sind mittlerweile über 11 Jahre alt, sie sind immer noch provisorisch. Das zeigt ein bisschen den Stand des Wissens bei dieser Erkrankung. Aber diese Klassifikationskriterien berücksichtigen eben die Dinge, die wir besprochen haben. Sie berücksichtigen die Klinik, die Dauer der Morgensteifigkeit. Ein wichtiger Punkt für die Diagnose einer Polymyalgie ist das Fehlen von Rheumafaktoren oder von ACPA, von antizytolinierten Antikörpern. Das Fehlen von entzündlichen Gelenkveränderungen, Absence of other joint pain, also die Arthritis sollte. Es sollte keine Arthritis vorhanden sein und man kann die Spezifität dieser Kriterien noch erhöhen, wenn man Ultraschall anwendet und diese typischen Veränderungen im Ultraschall findet. Kommen wir zur Therapie. Ganz wichtig ist, dass die Patienten keine hochdosierte Steroidtherapie brauchen. In der Regel sind Dosen zwischen 15 und 20 Milligramm ausreichend. Ein Ansprechen sollte spätestens nach 2 Wochen erwartet werden, sprechen die Patienten nicht auf die Therapie an, sollte man nochmal in sich gehen, man sollte die Diagnose überprüfen. Bestätigt sich die Diagnose, kann man nochmal einen Versuch machen mit einer etwas höheren Cortisondosis oder wir weichen auf krankheitsmodifizierende Medikamente, die helfen können, die Steroiddosis weiter zu reduzieren. Sprechen die Patienten gut an, ist es wichtig, dass man sie nicht zu lange auf dieser Steroiddosis hält. Man sollte versuchen, die Steroiddosis langsam auszuschleichen, am Anfang schneller. Und ab 10 Milligramm wird empfohlen, in Dosen zwischen 1 und 2 Milligramm pro Monat langsam die Dosis zu reduzieren. Wichtig ist, dass wir an die Steroid-Nebenwirkungen denken, dass wir uns klar machen, wie sieht die Knochendichte bei den Patienten an und dass wir diese metabolischen Steroid-Nebenwirkungen im Auge behalten, dass wir Impfungen aktualisieren, weil die Patienten natürlich auch vermehrt infektgefährdet sind. Das ist wichtig vor dem Hintergrund, dass die Polymyalgie eine chronische Erkrankung ist. Die Hälfte der Patienten erleiden im Verlauf von Rezidiv. Und nach einem Jahr sind noch 75% der Patienten unter einer Steroidtherapie, nach 2 Jahren sind es noch 50% der Patienten und nach 3 Jahren sind immerhin noch ein Viertel der Patienten unter einer Steroidtherapie. Deswegen sind diese initialen Überlegungen sehr wichtig, dass wir eine gute Kontrolle der Steroidnebenwirkungen machen, auch frühzeitig überlegen, ob wir den Patienten denn außer seiner Steroidtherapie einer anderen Therapie zuführen sollen, die helfen kann, die Steroiddosis mittelfristig, langfristig einzusparen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Methotrexat, der Klassiker in der Rheumatologie, hilft auch, Steroide einzusparen bei Patienten mit Rheumatoid Arthritis. Und es gibt
immer neuere Therapien, die zum Teil aus der Therapie der Riesenzellarthritis oder anderer rheumatologischen Erkrankungen kommen, die gezeigt haben, dass sie tatsächlich in der Lage sind, wenn sie bei Patienten eingesetzt werden, die therapierefraktär sind oder bei Patienten, die viel Cortison brauchen, die Steroidtherapie mittelfristig zu verringern. Die Interleukin-6-Blockaden, blockierende Medikamente wie Tocolizumab, das Actemra oder Sarilumab in prospektiven, randomisierten Studien gezeigt, dass sie steroidsparend sind und sind zum Teil schon zugelassen, nicht in der Schweiz, aber in den USA. Noch zusammenfassend, wichtig ist die Differenzierung Polymyalgie-Syndrom, Polymyalgie-Rheumatika. Es braucht gezielte Diagnostik. Sie sollten mit Ihrem Patienten auch die Differentialdiagnose diskutieren, auch darauf hinweisen, dass die Riesenzellarthritis und die Polymyalgie eine Entität sind. Die Patienten sollten informiert sein über Symptome einer Riesenzellarthritis. Nicht zu viel und nicht zu lange Steroide, frühzeitig Patienten zuweisen zur Einleitung einer krankheitsmodifizierenden Therapie, und bei unklarer Diagnose sollte versucht werden, vor Therapieversuch, vor probatorischer Steroidtherapie eine Abklärung zu veranlassen. Und auch hierzu gibt es zunehmend akute Polymyalgie-Sprechstunden, die eigentlich dazu da sind, die Patienten frühzeitig zu sehen, sodass die Patienten nicht zu lange mit ihrem Schmerzsyndrom auf einen Termin beim Arzt, bei den Ärzten warten müssen, sondern frühzeitig abgeklärt werden können. Das sind die Fast-Track-Kliniken. Ein Kontakt mit den spezialisierten Ärzten ist sicherlich gut, um zu entscheiden, wann welche Untersuchung initiiert ist. Und wir müssen letztlich auch vermehrt Evidenz generieren. Dazu gibt es seit etwa 3 Jahren hier in der Schweiz auch die erste nationale Kohorte für Patienten mit Polymyalgie. Und ich hoffe, dass wir vielleicht in 4, 5 Jahren mehr zu diesem Thema sagen können. Vielen Dank. Thomas, vielen Dank für deinen schönen Vortrag. Bitte, wenn Sie weiter schauen, ob die Fragen Sie gut finden, die da sind, oder neue ergänzen. Du hast jetzt die Polymyalgie und die Riesenzellarthritis angesprochen und gezeigt, dass manche Patienten, die klinisch eine Polymyalgie haben, möglicherweise eine, Anführungszeichen, subklinische Gefäßentzündung haben. Da kam uns natürlich die Frage, bei welchen Patienten sollte man aktiv mit eben einer bildgebenden Methode danach suchen, und ist das PET-CT oder das MR dann die Methode der Wahl? Ja, also im Moment gibt es eine internationale Taskforce bestehend aus Patienten, aus Grundversorgern und Rheumatologen, die versuchen, auf der Basis existierender Daten Empfehlungen herauszugeben, wie die Zusammenarbeit zwischen Grundversorgern und Rheumatologen eigentlich optimalerweise sein sollte. Es wurde viel diskutiert, und aufgrund der fehlenden Daten sind die Empfehlungen sehr schwach. Ich denke, auf jeden Fall ist es wichtig, dass man klinische Symptome einer Riesenzellarthritis sucht, dass man die Patienten darauf hinweist, wenn sie neue Kopfschmerzen kriegen, wenn sie irgendwas verändert, was auf eine Riesenzellarthritis hindeutet, sollte man unverzüglich eine weitere Abklärung machen. Und ich denke, eine Ultraschalluntersuchung primär der Axillargefäße und der Temporalarterie hat eine relativ hohe Abdeckung und Sensitivität für die Diagnose einer Großgefäßvaskulitis. Das ist wahrscheinlich kein Luxus. Okay. Magst du nochmal aufzeigen, wie groß ist der Unterschied in der Steroiddosis für die Initialtherapie, wenn jemand eine Arthritis hat versus der Polymyalgie? Ja, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Wenn wir sagen, wir starten mit 15 bis 20 Milligramm bei Patienten mit Polymyalgie, wird man bei Patienten mit Riesenzellarthritis eigentlich mit fast der dreifachen Dosis behandelt, mit etwa 60 Milligramm. Man weiß, wenn man Patienten mit Riesenzellarthritis mit Dosen kleiner 40 Milligramm behandelt, dass das Risiko für Rückfälle und für Ischämien erhöht ist. Okay, dann spannend war die Karte, die du gezeigt hast, wo die nordischen Länder viel häufiger waren, und viele Kollegen fragen sich, warum ist das der Fall? Das ist das Nord-Süd-Gefälle? Wahrscheinlich hat es genetische Gründe, dass ein gewisser Genpool das Risiko für das Auftreten von Polymyalgien und Riesenzellarthritiden erhöht. Es gibt HLA-Gene, die halt in gewissen Populationen häufiger vorhanden sind als in anderen. Dann ist die Frage nach Tumorscreening bei Erstdiagnose. Wenn ich die richtig verstanden habe, ist das eigentlich nicht indiziert, oder habe ich es? Die Daten sind ein bisschen diskrepant, aber es gibt eigentlich keine klaren Daten, die
darauf hindeuten, dass die Polymyalgie eine Paraneoplasie ist. Also man sollte an eine Differentialdiagnostik an einen Tumor denken, der eben die Schmerzen verursacht und der Symptomatik zugrunde liegt, aber eine Polymyalgie per se ist nicht eine Paraneoplasie. Das ist anders wie bei der Dermatomyositis. Die Dermatomyositis ist eine paraneoplastische Erkrankung, die zeigt sich aber durch die Muskelschwäche und nicht durch die Muskelbeschwerden. Jetzt eine andere wichtige Differentialdiagnose, die hier angesprochen ist, ist die statininduzierte Myopathie. Ja, gibt es Hinweise, dass die zwei Sachen was miteinander zu tun haben? Dass also Patienten, die eine Polymyalgie haben, möglicherweise häufiger diese Nebenwirkungen von Statinen haben? Das glaube ich nicht. Also ich kenne zumindest keine Daten. Ich denke, so viele Menschen im Alter über 60 werden mit Statinen behandelt und Statinnebenwirkungen mit Myalgien sind nicht so selten. Deswegen ist es wichtig, dass man dran denkt. Aber die Charakteristik ist in der Regel anders. Das sind eher belastungsabhängige Beschwerden. Sie gehen oft mit der CK-Erhöhung einher. Sie sind eher diffus. Von daher, denke ich, kann man das klinische Bild unterscheiden. Und es gibt keinen Grund, warum man Patienten mit Polymyalgie keine Statine geben sollte. Also es verschlechtert die Erkrankung nicht. Wunderbar. Thomas, vielen Dank.